Good morning. Guten Morgen. Ich gehe immer an die Kamera, wenn du filmst, ne? Guck mal, wir zeigen mal, was wir vorgekocht haben und wo es hingeht überhaupt. Erzähl doch mal den Leuten. Es geht nach Bochum. Von Hamburg nach Bochum. Und zwar besuchen wir die Dennis Wolf Classic. So. Emily hat Essen vorgekocht und meins ist schon eingepackt. Herzlich willkommen wieder aus dem Auto. Wir sind gerade auf einem Rastplatz. Keine Ahnung, was Kenneth macht. Der hat sich gerade seine Eier gepoolt. Für mich gibt es erstmal einen schönen Kaffee. Lecker. Wie lange brauchst du noch? Achso. Huevos. Huevos. Well, what are those? So, wie lange brauchst du noch? Kannst du dich beeilen oder was machst du? Nein, jetzt das Ei, dann können wir los. Das Eis kann ich im Auto essen, aber Eier kann ich im Auto nicht poolen, ne? Das ist krass. So, bei mir gibt's jetzt Naturjoghurt mit Ananas und ein bisschen Inulin drin. Und bei dir gab's gerade Eier. 5 an der Zahl. 5 Eier? Jetzt geht's 120 Gramm Haferflocken, mein 120 Milliliter Eiklar, ein paar Beeren und ein bisschen Mandelmus. Genau. Lecker. Guten Appetit. Okay. Nächster Teil des Frühstücks, leider viel zu flüssig geworden. Und zwar sind das 40 Gramm Haferflocken mit 20 Gramm Whey und 10 Gramm Mandelmus. So, wir fahren jetzt schon 3 Stunden, ne? Jetzt fahren wir noch 1 Stunde. Wir sind beide sehr, sehr müde. Ich glaube, wir können gleich mal einen Kaffee gebrauchen, ne? Oder einen Energy oder so. Naja. Soll ich mal was Interessantes erzählen? Mhm. Ja, kann ich aber gerade nicht. Warum? Einfach mal wieder so eine unlustige Situation. Kennt ihr das, wenn man so 5 Minuten kriegt? Die kriege ich gerade. Die hattest du gestern auch schon. Nein, habe ich nicht. Ich bin ein erwachsener Mann, 25 Jahre jung. Ich krieg so eine Anfälle nicht, nur ab und zu. Ich bin reif. Ja. Ne? Sehr reif. Reif wie Marcel Reif. Was geht, was geht? Wir befinden uns bei der Dennis Wolf jetzt und bei der Classic Musik meiner Klasse, Klasse C. Also schon mal gucken, was so geht für den Herbst. Schon auf jeden Fall ein paar Kanten dabei. Ich habe gerade sogar schon nach einem Airbnb geguckt, ehrlicherweise. Echt? Nee, nee, nee. Das wird schon. Wir haben gar nichts mit. Ja, wir haben nichts mit. Ne? Das ist ein bisschen eklig. Erstmal haben wir hier uns ein bisschen was abgeschraubt. Ja, kann man nicht anders sagen. Sehr, sehr korrekt hier. Umsonst. Ja. So ein Carnitine Olymp. Und der schmeckt sehr lecker. Schmeckt echt lecker. Hast du den gleichen wie ich? Ja, ja, Kirsche. War kurz ein bisschen Schleichwerbung. Ja, und den habe ich noch nicht probiert. Und Riegel. Auf jeden Fall gut organisiert hier alles. Gefällt mir, also geht auch schnell drin. Ist irgendwie nicht lange warten. Ich glaube, die sind auch im Zeitplan, zumindest kommt es so vor. Nicht viel verschoben. Mhm. Und auch sehr starke Athleten. Ja. Finde ich. Also da war bis jetzt irgendwie kaum einer außer Form. Und das ist selten auf dem Regionalen. Sonst gibt es immer so 1, 2, die so ein bisschen außer Form. Was heißt ein bisschen? Die sich einfach hinstellen, just for fun, ist ja auch okay. Aber heute echt gutes Feld. Kann ich nicht anders sagen. Wir sind müde, aber wir haben hier, wie gesagt, haben wir schon mal gesagt, aber da soll, glaube ich, Koffein auch drin sein. Die wandelnden Schlaftabletten. Ja. So, wir melden uns doch noch einmal wieder und zwar vorbildlich natürlich mit vorgekochtem Essen. Ich dachte schon, hier ist eine Wespe. Ich habe es liebevoll zubereitet, Reis, Hack und Ketchup, also wirklich ganz viel Mühe gegeben, dass das wirklich einwandfrei schmeckt. Mhm. Dann haben wir noch den Streber. Was ist das? Was ist das? Das ist dein Essen. Das ist Avocado, Cashewkerne, Reis, Gemüse und auch Dünner Tatar von Fleischerei Schäfer.
Mit dem Code Emily10 könnt ihr 10% sparen. Yeah. Und ja, so hier spüren wir rum, es ist gerade Pause, die Leute sind hier draußen, alle gut drauf. Füll mal rum, alle gut drauf. So. Ja. Bisschen entspannte Halle. Alles bis jetzt im Zeitplan. Classic Physik. Ich habe den Namen nicht gemerkt, aber der sah sehr gut aus. Hat mir sehr gut gefallen. Und zeigt wieder von Expertise meinerseits von vornherein gesagt, der gewinnt. Mhm. Ich hab's einfach, sehr gut. Ich hab's einfach drauf. War zwar nicht der Fleischigste, aber der sieht. Schöne Linie. Also wenn er das sieht, sieht's gut aus, Meister. Sieht's wirklich gut aus. Kann ich nicht anders sagen. Ja, mal gucken. Bis jetzt, wir hatten ja schon gesagt, sehr stark die ganzen Leute. Jetzt kommt gleich Bikini. Und dann sehen wir uns wahrscheinlich erst wieder im Auto. Weil egal wer hier ist, es sieht nicht so aus, als hätten die irgendwie Zeit. Und wir wollen jetzt auch nicht hier so nervig. Wenn wir größer sind, dann sind wir irgendwann die Nervensäge. Dann kommen, ey. Guck mal dann hier. Wir fahren jetzt noch 3 Stunden. Ja, wir haben gar nicht mal so viel mitgefilmt. War auf jeden Fall eine sehr coole Show. Wir haben Dennis kurz gesehen und Lisa und Sascha haben wir auch gesehen. Also beide Coaches abgeklabbert und ein bisschen was besprochen. Und zwar... Also bei mir ist es ja eigentlich sowieso relativ sicher, es sei denn, es kommt irgendwas dazwischen und im Leben, meine lieben Freunde, kann immer was dazwischen kommen. Aber das Ziel ist die Herbstsaison für mich. Wir haben das erste Mal seit langer Zeit wieder einen Wettkampf im hohen Norden in Lüneburg. Und da ist es das Ziel, schon mal beim Regional zu starten. Und was danach passiert, das steht noch in den Sternen. Also was meine Wegkampf angeht. Jetzt gebe ich weiter an meine Kollegin aus dem Schabarouschweg, Emily. Ja, genau. Also Kenneth, der wird auf jeden Fall starten im Herbst. Wenn es das Leben so will. Ja. Es kann ja passieren, dass irgendein Idiot wieder mit mir Armdrücken machen will. Und dann ist er wieder durch. You never know. Na gut, Armdrücken wahrscheinlich nicht, aber ihr wisst, auf was ich hinaus will. Es kann immer was passieren. Planung ist aber, im Juni geht es in die Diät und dann müssen, je nachdem wie schwer ich noch werde, auf jeden Fall 20 plus Kilo runter. Ja. Jetzt gebe ich wieder weiter an die Dame. Und ich habe besprochen mit Lisa, dass wir jetzt eine Pre-Prep machen. Jedenfalls, ja, ich wollte auch mit Kenneth zusammen im Herbst starten. Wir haben aktuell leider eine nicht so gute Ausgangslage, weil ich nach der letzten Saison gerade mal über einen Hunger gegessen habe. Und deswegen ja, werden wir jetzt einfach mal beobachten, wie sich das jetzt alles verhält. Ich werde jetzt bis Juni machen wir jetzt... Nochmal. Ich kann gar nicht mehr denken. Also... Bis Juni machen wir jetzt eine Diät und dann schauen wir im Juni, wie sich meine Form entwickelt hat und wie alles aussieht. Und dann überlegen wir, ob wir in die Prep gehen oder ob wir nochmal eine kurze Off-Season machen. Ich hoffe natürlich, dass es in die Prep geht. Ich habe mir das schon voll ausgemalt, wie wir zusammen wieder... Ich wollte gerade sagen, wie wir zusammen auf der Bühne stehen. Das gab's mal. Ja, kennst du diese Couple-Klassen irgendwie? Das gab's mal, ja. Ja. Tja, Leute, das ist das, was jetzt gerade so ansteht. Also erstmal in die Pre-Prep und ab Juni schauen wir dann, wie es aussieht. Und je nachdem diäten wir dann für den Wettkampf. Der erste ist im September, Ende September. Oder ich werde einfach nur dabei sein, um Kenneth zu unterstützen, selbstverständlich. Aber halt eben nicht teilnehmen. Ja, deswegen drückt mir die Daumen,
dass alles gut läuft. Und dass die Kilos purzeln. Dass die Kilos purzeln bis Juni und Lisa dann sagt, jo, wir starten jetzt in die Prep. Muss sich ja auch lohnen, ne? Frechheit. Hier ist noch die Tüte. Big Mac Royal TS Curly Fries. Ganz wichtig. Ja. Und ich hab nix. Ach ja, stimmt. Nee, Apfeltasche ist also keine Apfeltasche, sondern einfach nur Apfel. Es gibt einen Unterschied zwischen der Apfeltasche und einer Apfeltüte von Macis. Die Apfeltüte beinhaltet einfach nur kleine Apfelstückchen. Royal TS, Big Man ist schon. Big Man. Big Mac ist schon. Big Man. Ich werde dadurch ein Big Man. Big Mac ist schon verhaftet worden. Pommes auch. Was gibt's noch großartig zu sagen, ne? 21 Grad. Ich schwitze beim Essen. So muss das sein.